Tritonus-Substitution? Was soll das denn bitte sein? Keine Sorge. Das Konzept der Tritonus-Substitution ist viel simpler, als das Wort eigentlich vermuten lässt. Also, komm, setz dich hier zu mir oder vielleicht an dein eigenes Klavier besser und ich erkläre dir in drei einfachen Schritten, was es damit auf sich hat. Und wie immer, check doch mal zwischendurch hier in der Videobeschreibung unsere Links, falls du mehr erfahren möchtest. Vielleicht sehe ich dich ja sogar mal im 1:1 Unterricht, würde mich freuen. Okay, wir kommen gleich zum ersten Schritt. Wir nehmen uns mal eine ganz einfache Akkordfolge vor, an der ich das dann verdeutlichen kann. Nehmen wir doch mal heute F-Dur anstatt wie immer C-Dur. Wir spielen mal eine 2, 5, 1 nach F-Dur und am Ende machen wir noch ein D7 dran, um wieder schön zurück zum G-Moll-7 zu kommen. D7, Dominante nach G-Moll-7. Also 2, 5, 1 nach F-Dur nochmal. Das G-Moll-7. C7 spiele ich hier in der zweiten Umkehrung. Ne? F-Major-7. Und am Ende mache ich noch ein D7 wieder in der zweiten Umkehrung dran und gehe wieder zurück zum G-Moll-7. Also 2, 5, 1, 6, 2, 5, 1. Ja, versuch doch mal mit mir zusammenzuspielen. Wir machen ganz langsam. Vielleicht ein Tempo 1, 2, 3, 4. G-Moll-7, 3, 4, C7, 2. 3, 4, F-Major, 3, 4, D7, 2, 3, 4, G-Moll-7, C7, F-Major-7, D7, G-Moll-7, C7, F-Major-7. Okay, genau, das ist so eine ganz typische Akkordfolge, sogenannter Turnaround, kommt ganz oft vor. Gut, das war Schritt Nummer 1. Jetzt Schritt Nummer 2 ist eigentlich eine Vereinfachung von dem Ganzen, also eher eine Art Rückschritt. Wir entfernen nämlich aus der rechten Hand jetzt Töne, sodass nur noch die 3 und die 7 von jedem Akkord übrig bleibt. Na, die 3 und die 7, die haben eine besondere Funktion, die heißen auch Guide Tones. Das sind nämlich immer die Töne, die den Akkord genau identifizieren. Also mit nur der 3 und der 7 kann ich die Akkorde eigentlich schon spielen. Mehr brauche ich gar nicht. Also gut, links habe ich natürlich noch den Grundton, den brauche ich schon. Und rechts habe ich dann nur die 3 und die 7 des Akkordes. Wie sähe das aus, wenn ich jetzt aus jedem Akkord alles rausschmeiße, quasi bis auf die beiden Töne? Dann sieht mein G-Moll 7 so aus. C7, B-Flat und E. F-Major 7, A und E, D7, C und Fis. Versuche ruhig wieder mitzuspielen. 1, 2, 3, 4, D7 und jetzt kommt G-Moll 7. 4, C7. Das ist eigentlich leichter zu greifen, als was wir eben gemacht haben, weil wir rechts nur zwei Töne haben. Das ruhig im Kreis üben, bis das läuft. Ne, links erstmal natürlich nur Grundtöne. Genau. Das war Schritt Nummer 2. Jeden Akkord mit nur der 3 und der 7 darstellen. Und jetzt kommt Schritt Nummer 3 und der ist aber noch einfacher. Alles, was wir jetzt nämlich machen müssen, ist nur in der linken Hand, anstatt beim C7 C zu spielen, spielen wir stattdessen einen Tritonus entfernt, ein Ges. Und anstatt beim D7 ein D zu spielen, spielen wir einen Tritonus entfernt, ein Ass. Ja, also die rechte Hand bleibt genauso, wie sie ist. Wir ändern nur die linke Hand. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jetzt kommt das Ges, jetzt kommt F und jetzt kommt das Ass. Also links spielt G,
Gas. F, so, 3, 4, As, so. Und rechts macht immer noch genau das Gleiche. So, 3, 4, 1, so, 3, 4, 1, so, 3, 4. Ja, und das war's eigentlich schon. Jetzt hast du zwei Tritone-Substitutionen hier eingebaut. Und zwar an der Stelle statt dem C7 spielst du ein Gess7 und statt dem D7 hast du jetzt plötzlich ein Ass7. Warum funktioniert das, fragst du dich vielleicht. Das ist ganz interessant eigentlich. Das funktioniert deshalb, schauen wir uns mal kurz den C7 genauer an. Ich spiele hier nochmal als ganzen Akkord. Jetzt mache ich nochmal die linken Hand den Grundton, in der rechten Hand unsere Guidetones, 3 und 7. Und diese Guidetones rechts, Gess7, hat nämlich die gleichen Guidetones. Ne? Also C7 und Gess7 teilen sich die Guidetones. Ne? Es kehrt sich nur um, was die 3 und die 7 ist. Bei C7 ist E die 3 und B-flat die 7. Bei Gess7 ist umgekehrt E die 7, B-flat die 3. Aber es sind die gleichen Töne. Ja, deshalb funktioniert das und deshalb löst sich dieser Akkord, Gess7, dann auch schön nach F-Major-7 auf. Ja, sowohl C7 kann nach F-Major-7 gehen, aber auch Gess7 kann nach F-Major-7 gehen, weil eben die Guidetones die gleichen sind. Das ist eigentlich sehr cool, dass das so klappt. Noch einmal die ganze Akkordfolge. G-Moll-7, Gess7, F-Major-7, Ass7, G-Moll-7, Gess7, F-Major-7, Ass7. Ich könnte auch mit den Guidetones in eine andere Lage gehen, zum Beispiel hier unten. G-Moll-7, Gess7, F-Major-7, Ass7, G-Moll-7, Gess7. Genau, und das ist etwas, was man mit jeder Dominante machen kann. Also wenn du irgendwo einen Septakkord siehst, kannst du ihn immer ersetzen durch einen Septakkord, einen Tritonus entfernt, eben weil da die Guidetones die gleichen sind. Okay, ich hoffe, dir ist das Thema klar geworden. Ich freue mich natürlich immer, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und genauso über einen Daumen hoch oder das Klicken auf die bekannte Glocke zum Abonnieren. Das bitte auf gar keinen Fall vergessen. Und wenn dir das Thema der 2-5-1-Verbindung vielleicht noch ein bisschen unklar ist, das habe ich jetzt sehr schnell durchgegangen. Schau dir noch mal dieses Video hier von Marcel dazu an. Und ich sehe dich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.